Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und heute wollen wir nach Chaidin Hall zur Magiergilde. Und da wollen wir dann eine weitere Empfehlung bekommen. Ja, ich habe jetzt nach langem Überlegen mir gedacht, dass wir entweder mit der Kämpfergilde, mit der Magiergilde oder mit einer neuen Quest oder mit einer neuen Questreihe anfangen können. Und da habe ich mich ja doch dann für die Magiergilde entschieden, obwohl wir jetzt schon so viel Magiergilde gehabt haben in den letzten Parts. Weil die einfach am allergeilsten ist, meiner Meinung nach. Oder nicht am allergeilsten, aber schon ziemlich geil. Also ich finde die wirklich schon wirklich richtig geil. Und für die Magiergilde, ich weiß gar nicht mal, wo die ist. Ich glaube, hier ist einer. Gilbert Yemane, warte mal. Ach genau, das ist doch Gilbert Yemane, stimmt. Mit dem kann ich doch reden. Richtig, über seinen Bruder. Er lebt? Mir wurde gesagt, meine Mutter und mein Bruder hätten nicht überlebt. Das ist wunderbar. Ich muss sofort zu ihm. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich muss sofort los. Aber bitte kommt uns in Koroll besuchen. Es wäre wundervoll für uns beide, wenn wir euch dafür danken könnten, dass ihr uns zusammengeführt habt. Wow. Was für den jetzt. Genau, das war nämlich diese Quest. Wir haben ja mal in Koroll mit einem geredet über diesen komischen Reinhard Yemane. Und. Richtig. Gibt es dazu Gerüchte? Ich hoffe, Otes passt auf sich auf. Sie ist eine begabte Heilerin und sie verbringt ihre gesamte Zeit damit, anderen zu helfen. Genau. Cool. Glücklichste Tag meines Lebens sein. Ja, das glaube ich. Der wird natürlich nach Koroll latschen. Und wir werden jetzt zur Magiergilde gehen, wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich finde übrigens, Chaidin Hall ist einer der hübschesten Städte im Spiel. Der Baustil gefällt mir wirklich sehr gut. Der Brunnen der Magiergilde, genau. Das ist nämlich eine ganz ekelhafte Quest. Aber den müssen wir jetzt auch hinter uns bringen. Wo ist die Magiergilde? Da ist sie ja! Meine Güte, habe ich jetzt aber lange gesucht für. So. Alles Klärchen. Das ist nämlich eine ganz ekelhafte Quest. Die aber auch Spaß machen kann. So, wir werden jetzt mal ganz kurz gucken. Wo ist denn der Leader hier? Das ist nämlich ein richtig, auch richtig ekelhafter Typ. Ich muss jetzt mal gucken, wo der ist. Nee, so nett. Hier ist er nett. Hier ist er auch nicht. Hier haben wir richtig viele geile Tränke. Trank der Intelligenz. Feuerschildes. Und Trank des Glücks. Cool. Du? Nee, du bist ganz anderer. Du auch nicht. Huch. Überlebende. Ich bin Dezan, Magier aus der Magiergilde. Genau. Ich glaube, du bist mit der, mit der ich reden muss, oder? Ich fürchte, darüber müsst ihr mit Falkar sprechen. Okay, mit Falkar. Das ist nämlich der ekelhafte Typ. Alles klar. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, wann kommt der denn? Ist das jetzt gerade mitten in der Nacht? Dann lass uns mal gerade 12 Stunden warten. Ja, also dieser Falkar ist auf jeden Fall ein richtig ekelhafter Typ. Und mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Ich bin gerade überlegen, wann ist er denn in der Magiergilde? Also meistens ja so Mittag, so. Genau, da ist er doch. Was ist los, Schüler? Sagt bloß, ihr seid wegen einer Empfehlung hier. Genau, deswegen bin ich hier. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr nicht bereit seid. Seid ihr bereit zu tun, was zum Erlangen einer Empfehlung erforderlich ist? Immer doch. Nun gut. Wir werden ja sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Ich habe vor einiger Zeit einen bestimmten Ring der Mühsal getestet. So ein anderer dummer Schüler hat ihn in die Finger bekommen und tatsächlich verlegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat ihn absichtlich in den Brunnen hinter der Gildenhalle geworfen. Warum er sowas machen sollte, ist mir allerdings rätselhaft. Ihr müsst mir diesen Ring bringen. Sollte euch das gelingen, sende ich vielleicht eine Empfehlung an die Universität. Der Brunnen ist verschlossen. Ihr braucht also den Schlüssel. Dezan sollte einen haben und jetzt geht. Ja,
ist schon... Ich finde, ich habe die Aufgabe sehr klar beschrieben. Findet den Ring, der irgendwo unten im Brunnen hinter der Gildenhalle ist. Bringt ihn mir. Versteht ihr das oder muss ich es noch einfacher ausdrücken? Ich finde, ich habe die Aufgabe... Ja, also wie gesagt, ganz ekelhafter Typ. Ich bin die Zahn. Ja, bist du, genau. Genau, du sollst mir den Schlüssel geben. Bloß nicht, Falkar hat euch dieselbe Aufgabe gegeben wie Vidkun. Ich würde mehr sagen, aber... Naja, Falkar ist hier das Mitglied, das Ringe verleihen darf. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich über ihn rede. Ich bedauere. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn Falkar nicht da ist. Und dann reden wir. Wenn wir miteinander gesprochen haben, könnt ihr den Schlüssel haben. Glaubt mir, es ist wichtig. Okay. Auch ihr. Wie du meinst. Dann werde ich wohl warten, bis Falkar nicht da ist. Also nochmal 12 Stunden. Ja, ziemlich viel Warterei. Ich sag ja, das ist eine Quest, die jetzt nicht so geil ist. Aber, ich glaube, die wird noch ziemlich geil. Ich glaube, der zweite Teil von der Quest ist ziemlich geil. Der Spaß ist ja immer noch da. Willst du mich verarschen? Hallo. Oh, hallo. Jetzt geht er, glaube ich, raus, wa? Er sollte jetzt eigentlich rausgehen. Geh raus! Mann. Ich gehe nochmal raus und rein. Das kann eigentlich nicht sein. Normalerweise ist er in der Nacht nicht da. Es muss ein Bug sein oder so. Ja. Ich hoffe, ich... Wir können reden, solange Falkar außer Hörweite ist. Wenn ich... Er hat dem armen Vidkun dieselbe Aufgabe gegeben. Und wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich kann es nicht beweisen. Seht euch vor. Ich würde ungern einen weiteren nützlichen Schüler verlieren. Hier ist der Schlüssel und noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es euch nutzen wird, aber nach allem, was ich über Falkars Ring gehört habe, könnte er hilfreich sein. Und wenn ihr etwas darüber herausfindet, was Vidkun widerfahren ist, lasst es mich wissen, ja? Auf jeden Fall. Auftrieb zur Zauberausspruchliste des Spielers hinzugefügt, okay. Super. Wiedersehen. So. Jetzt geht's nämlich erst richtig los. Wir müssen nämlich in diesen Brunnen der Magiergilde rein, den wir auch gerade eben schon gefunden haben, lustigerweise. Da war ja hier, irgendwie, hier war er nicht. Der Moment, das ist alles hier Quatsch, was ich hier mache. Wir müssen zur Kämpfergilde gehen und dann, hier genau, hier durch können wir auch. Dann ist er da irgendwo in der Mitte. Da. Und jetzt müssen wir nämlich aufpassen, weil dieser Ring ist super schwer. Und wir müssen quasi eigentlich alles wegwerfen, was wir momentan haben. Also... Wir müssen das hier alles einfach mal komplett einfach mal hier hinlegen. Weil der Ring ist halt einfach der super schwer. Also wir können unsere komplette Rüstung mal wegwerfen. So. Unsere Waffen komplett alle. Ja, weg damit. Weg, weg. Wenn wir jetzt den... ist ein Kuss des Liebenden. Lähmen für 10 Sekunden anberühren, okay. Wahrscheinlich auch gerade noch Last lindern. Zauber. Das liegt jetzt hier alles rum. Lasst nicht erschrecken, das wird nicht disappearen. Ich habe ja auch gespeichert, oder? Habe ich das? Moment. Ich gucke kurz nochmal nach gerade. Ja, ich habe gespeichert. So. Und wir werden jetzt ganz kurz. Unsere Magie reicht nicht aus. Oh fuck. Ach genau, wir müssen noch Veränderungen. Oh nee. Das ist nicht gut, Mann. Wir haben Veränderungen noch nicht so hoch. Oh, scheiße. Ich glaube, dann ist es fast unmöglich, die zu holen. Man, wir können es ja mal probieren, aber das wird unmöglich sein. Das wird nicht funktionieren, das kann ich euch direkt sagen. So, hier ist nämlich dieser dumme Vidkun, der hat den Ring der Bürde und der wiegt 150. Guck dir das mal an. Das ist einfach nur kacke. Ich meine, wir könnten noch was wegnehmen von uns. Wir könnten was weggeben von uns noch. Was noch viel wiegt. Zum Beispiel die ganzen Karotten hier. Mit Taurenhorn. Würde ich eigentlich gern behalten, wa? Die könnten wir alle wegwerfen. Aber es ist eigentlich fast unmöglich. Also wir müssten quasi alles wegwerfen, was wir haben. Also das geht eigentlich nicht. So, das können wir wegwerfen noch. Die drei Wolfsfälle noch. Sind wir ja schon relativ nah dran. An den.
235, oh Gott, das ist ganz schön krass. So, die Waffenhandbücher, das können wir auch wegwerfen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Buch abgeben. Urkunden der Magier, dann nicht. Leitfarben für Charlie Nile können wir eigentlich weggeben. Ja, Leitfarben für Brille, das ist sogar geklaut. Nehmen wir jetzt schnell hier raus. Fuck, wo hier? Da. Dringend das Mühsal gefunden und sollte den Falkar zurückbringen, genau. So. Alles klar, ich hab jetzt nämlich, oh Gott, hier nochmal ganzes Zeug, richtig. Genau, ich bin immer jetzt, ach, ich darf ja so noch nicht alles aufheben, ich muss es ja erstmal Falkar zurückgeben. Stimmt, ich bin so dumm. Einmal das hier wegwerfen nochmal. Muss man erstmal Falkar suchen. Ich wusste ja schließlich Bescheid. Ja, also wir haben eine ganz ekelhafte Aufgabe. So. Ich fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler. Das kann Auswirkungen auf eure Empfehlung haben. Okay, was denn? Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen, naja, ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Und habe mich über Witkun geärgert. Also habe ich Falkar direkt konfrontiert. Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte. Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden, dachte ich, er würde mich umbringen. Er wurde so wütend. Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden, aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stürmte davon. Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat. Ich bedauere. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat. Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen. Wenn ihr die Notiz seht oder sonst etwas Ungewöhnliches, lasst es mich wissen. Ich werde es gerne an den Rat senden. Okay. Auf Wiedersehen. Puh, sehr gut, alles klar. Alter Schwede, das ist schon ganz schön fies, wa? Ach, verdammt, ich darf ja nichts mitnehmen. Oh, das ist so blöd. Komm, dann verpisst euch mal hier, scheiß Mörser und Stößel. Obwohl, einen kann ich sogar mitnehmen. Warte mal. Da. Einer geht. Genau, ich muss jetzt nämlich nachsehen in seinem Privatgemächern. Ich muss aber nach unten gehen. Hier. Da sind nämlich zwei ganz essentielle Sachen dabei. Und ich hoffe auch unsere Empfehlung. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr sicher. Weil die ist ja schließlich das Allerwichtigste. Ich glaube, hier... ist das drinne? Genau, da sind zwei schwarze Seelenscheine drin. Und genau, das ist das Ungewöhnliche wahrscheinlich. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr sicher. Oh Gott, das habe ich weggedrückt. Aus Versehen, weil ich den Trank nehmen wollte. Es gibt... Moment hier. Channel-Empfehlung. Hallo? Wieso? Die Quest wurde doch gerade aktualisiert. What the fuck? Wieso wird mir das immer noch das... Also es gibt keine Hinweise auf eine Empfehlung in Falkars Quartieren, aber ich habe schwarze Seelensteine gefunden. Ich sollte es sie sofort zu Dezahn bringen. Genau, dann schaue ich mal. Hier sind so viele geile Tränke, die würde ich jetzt gerne alle mitnehmen, aber kann ich leider nicht. Dezahn. Was ist das? Schwarze Seelensteine? Oh, das ist schlimmer, als ich dachte. In Ordnung. Ich nehme euch die ab. Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen. Habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut. Ich werde selbst eine schreiben und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen. In Anbetracht der Umstände glaube ich, dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird. Na dann. Auch ihr. Kann ich ja endlich diesen dummen Ring der Mühsal abwerfen und mein ganzes Zeug zurückholen? Ah, was eine Scheiße, ne? Empfehlung, ne? Die Zahn ist damit einverstanden, mir an Falkars Stelle eine Empfehlung schreiben für die geheime Universität einzustellen. Genau, das ist auch sehr nett von der gewesen. Ich finde sowieso generell, dass es eine sehr nette Person ist. So, Ring der Bürde, der hat, glaube ich, noch nicht mal irgendeinen Vorteil. Weg mit dem Scheiß. So. So, jetzt erstmal mein ganzes Zeug wiederholen. Oh Gott, was für eine Scheiße. Das wäre eine Kackaufgabe, ey. So, das müsste alles noch beim Brunnen liegen. Ich hoffe, der Penner hat es nicht geklaut. Genau, und jetzt liegt hier aber alles noch rum. Also das ist sehr von Vorteil. Das nehmen wir alles mit. Allesamt. So. Oh nein, ich wollte nicht da rein. Oh Gott, bin ich dumm. Aber wir könnten eigentlich... Das ist eigentlich auch gut, dass wir da nochmal reingegangen sind. Weil hier ist nämlich nochmal eine...
Nirnwurzpflanze. Auf der Suche nach euren Wurzeln. Ich bin auf eine sonderbare Wurzel namens Nirnwurz gestoßen. Etwas so Ungewöhnliches muss wertvoll sein. Vielleicht sollte ich sie zu einem Alchemisten bringen. Etwas mehr darüber erfahren. Ich denke, es gibt in fast jeder Stadt in Theorie. So. Genau. Das ist nämlich auch tatsächlich sehr wichtig für eine Quest. Genau, die Akamiri-Katana nehmen wir noch mit. Die Pfeile nehmen wir noch mit. So, und dann gehen wir nochmal zurück zu den guten toten Witkun und nehmen nochmal alles mit, was ich ihm jetzt gegeben habe. Also das können wir nicht so da drin lassen. Ist trotzdem mal mit. So, das, zack, das nehmen wir alles mit. Zack, so. Genau, perfekt. Kommen wir nochmal hier raus. Huch, ne, hier. Zack, na, einmal bitte raus. Ah, so. Ich will ihn nicht ertrinken. So, und dann haben wir auch wieder alles ganz normal beisammen. Können wir jetzt noch dieses ganze Zeug wieder anziehen. Wir können uns auch mal einfach dieses grobe Lein hier anziehen. Sieht eigentlich auch ganz schön aus. Den Ring können wir uns auch mal anziehen. So, wir sind ja gerade nicht im Kampf oder so. So, dann schauen wir mal, was liegt hier. Nein, das war nur Textur. Gut, dann können wir hier mal weggehen. Und zu... Och, mit wem soll ich jetzt hier reden? Ach, das ist der Ring der Bürde, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Quest ich jetzt gerade aktiv habe. Ja, eigentlich gar keine, ne? Ah, ne, Nirnwurz. Ah, ich habe Nirnwurz. Die Quest habe ich jetzt aktiv. Ne, das würde ich aber ganz gerne nicht aktiv haben. Ne, okay, dann lass uns mal... Ne, lass uns einfach... Ne, dann das ist einfach eine andere aktivieren. Ne, gut. Haben wir das. Dann wollte ich ja noch die Tränke mitnehmen hier. Nee, wo waren die? Die waren im Keller, waren die. Schwarze Seelensteine sind übrigens, glaube ich, sogar die besten Seelensteine. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber ich glaube, die sind eigentlich ganz schön geil. Huch. So. Nee, da ist jetzt nichts. Huch, jetzt habe ich was geklaut. Nein, ich habe was geklaut, verdammt. Aber mir hat niemand bemerkt. So, nee, da ist auch nichts drin. Mann, wo ist denn der? Hier, da waren die Tränke. Die nehme ich mir jetzt noch alle mit. Allesamt. Und es ging tatsächlich schneller als erwartet. Ja, dann wird das wohl ein kürzerer Part, weil ich habe jetzt nicht geplant, noch eine Quest in diesem Part anzufangen. Ich könnte ja noch eigentlich ein bisschen was verkaufen gehen. Ich habe ja hier wieder einfach mal das hier alles mitnehmen. So, und dann noch irgendwie, keine Ahnung, bei einem Alchemisten dann eventuell was verkaufen. Das grüne Wollhelm können wir wegwerfen. Die anziehen. Samtschuhe können weg. Lina, das, na, gucken. Das brauchen wir alles, die sind ja so kaputt, die können auch weg. Waffen können, da kann der Silber durch eigentlich auch weg. Und werfen nochmal ein paar Eisenpfeile weg oder so, keine Ahnung. So, 20 Stück weg damit. Zack. Dann haben wir wieder genug. Und dann können wir nämlich noch was verkaufen gehen. Dann haben wir nämlich den Part gut gefüllt. Müssen wir einmal warten, bis wieder Tag ist. Jetzt ist es gerade 2 Uhr. Dann lass uns mal 10 Stunden warten. Ah, jetzt war das doch ein sehr erfolgreicher Part. Das heißt, sehr erfolgreich. Immerhin haben wir eine Empfehlung für unsere... eine weitere Empfehlung bekommen. Ja, die Quest war jetzt auch nicht so geil. Fand ich auf jeden Fall nicht so geil wie die letzte Quest. Und es gibt noch... Ich glaube, es gibt noch mindestens 2 Quests von der Magier, die sind wirklich sehr, sehr geil. Ich will jetzt ganz kurz mal gucken, ob es hier irgendwo einen Shop gibt, wo man so Zeug verticken, ganz gut verticken kann. Und worauf ich mich auch schon sehr freue, ist auf eine Quest, die wir im nächsten Part machen werden. Mhm. Da werden wir nämlich jetzt schon wieder eine Quest von der Magier machen. So, hier kann man nämlich, glaube ich, ziemlich viel verkaufen. Das ist so ein Krämerladen. Und ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich. Der Marschreiter verkauft und repariert Waffen und Rüstungen. Kann ich euch helfen? Ich bin Tertia Viduzia. Okay. Anscheinend verkauft. Kann ich doch nur. Oh, Captain Cordan Säbel. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich finde immer so cool, dass es manchmal hier so richtig krasse Sachen gibt. Guck mal, Eisen. Langschwert gibt es hier sogar. Der ist auch richtig gut. Boah. Das ist schon eine geile Waffe. Naja, ich bin ja hier, um was zu verkaufen und nicht zu kaufen. So, den werde ich jetzt einfach mal verkaufen. Ach genau, falschen habe ich vergessen. Moment. Dort bin ich natürlich auch noch.
Zack. So, ich kann aber leider nur das, ich kann den sogar hier, ein paar Welkensteine kann ich dir auch verkaufen. Ich verkaufe dir mal Welkensteine. Kann ich noch ein bisschen mehr falschen vielleicht? 34 sollten die schon wert sein. So. Gucken, ob ich davon mal so zwei verkauft kriege. Na, dann machen wir so vielleicht. Nee, auch nicht. Okay, dann machen wir mal so. Ach man, sag mal, was bist du denn so hartnäckig, du Idiot? Oh, das kann ich nicht machen, Mama. So, aber für 30, komm, für 30 kannst du ja wohl verticken. Boah, Alter! Alter Schwede, jetzt aber. Alter, bist du irgendwie komplett behindert oder so? Junge, das ist doch... Okay, jetzt endlich, meine Güte. So, dann verkaufen wir nochmal zwei. Die sind nicht so viel wert. Genau. Die Leidenstatue können wir auch verkaufen. Genau. Nee, das möchte ich immer noch nicht machen, weil... Nee, das lasse ich noch, Das mache ich noch nicht. So, den kompletten Löwenpelz kann ich noch verkaufen. Die Silberkelche kann ich verkaufen. Silbernugget kann ich verkaufen. Was kann ich verschenken? Wolfsfell weg, auch weg damit. Und die Seelenstatue würde ich ganz gerne behalten. Vorausgesetzt, da sind keine... Ja, nee, mit keinen Seelen kann ich eigentlich... Also, ohne Seelen... Die kann ich mal wegwerfen. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Mama. So, die restlichen Silberpfeile noch für 11 verkaufen. Ja, ich glaube, das war's auch erstmal. Wir werden ein paar bisschen mehr Kohle. Ja, sie auch. So, dann würde ich sagen, beenden wir mal wieder diesen Part. Die Elder Scrolls 4 Oblivion in dieser wunderschönen Stadt Chardenal. Und ja, ich bin jetzt echt sehr, 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 sehr froh, dass wir diese Quest hinter uns haben. Weil die wollte ich eigentlich auch so ein bisschen eigentlich auch nach hinten schieben. Aber naja, gut. Das war's, Leute. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part dann wieder. Oder beim nächsten Video. Ciao.